Herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge unserer Spielerkarriere hier in EAFC 24. Ihr seht es, wir kommen von der Bank und das im Madrider Stadtderby. Und das ist ja auch das Duell Zweiter gegen Dritter. Wir sind Zweiter, Atletico ist Dritter. Mit einem Sieg könnten allerdings die Heimmannschaft hier heute an uns vorbeiziehen. Die Liga ist allerdings halb so interessant nur. Denn wir stehen in dieser Folge auch im Halbfinale der Champions League gegen Juventus Turin und wollen heute, wirklich, das ist ganz, ganz wichtig für mich, den Champions League Finaleinzug nach einer größtenteils verkorksten Saison klar machen. Das ist unser großes Ziel. Wenn ihr Bock auf dieses Video habt, lasst gerne einen Daumen nach oben da, kostenloses Abo, um nichts mehr zu verpassen. Gerne auch die Glocke aktivieren, dann kriegt ihr eine Benachrichtigung und den Kanal weiterempfehlen. Hier im Duell gegen unseren ungeliebten Nachbarn steht es noch 0-0 unentschieden und wir kommen nur von der Bank. Ich hoffe mal, das sind nur Schonungsmaßnahmen von Ancelotti und wir stehen dann hoffentlich in der Champions League wieder in der Startformation. Alles andere wäre nach der letzten Folge eigentlich auch eine ziemliche Frechheit, wo wir ja große Anteile daran hatten, dass wir uns im Viertelfinale gegen auch eine spanische Mannschaft Real Sociedad durchsetzen konnten in der Champions League und ja, jetzt eben dann Juve als Aufgabe haben. Ist ja auch ganz interessant, denn Juventus Turin, da haben wir ja eine Vergangenheit in FIFA 23, sowohl eine kurze Karriere mit der alten Dame gemacht, als auch in unserer Spielerkarriere damals mit Jutta van de Brink eine ganz schöne Zeit in Italien verbracht. Boah, jetzt aber erstmal hier die Chance für Atletico, Lemar und Thibaut Courtois zur Stelle. Kommt der Gelegenheit über uns, können wir unser Tempo ausspielen. Dann so, jetzt auch kein langsamer Verteidiger. Kommen da aber eigentlich gut vorbei. Abschluss und Oblak verhindert hier die Führung. Und der nächste Abschluss. Nach der Ecke kriegen wir nochmal den Ball aufs Tor. Vinicius kann sich da behaupten. Xavi Simmons nochmal rüber für uns. Wir weiter für Valverde. Der Abschluss dann aber direkt geblockt. Oh, das machen wir jetzt hier, aber auch der Angreifer von Atletico stark, Beto ist es, der sich da super durchsetzt. 7 Minuten noch auf der Uhr, nochmal Wechsel auf beiden Seiten und ja, ein Sieger, der ist hier noch nicht abzusehen. Es ist absolut offen, die Ecke ist stark und Thibaut Courtois, ein super Torwart. Der Ball, den wir hier auch super runternehmen und jetzt mit links ins Glück. Wieso wird der Jubel übersprungen? Mann, Spielerkarriere, du bist so verbuggt. Aber der Ball zappelt im Netz. Langer Ball. Ich glaube, Kamavinga war es, der ihn da vorne spielt. Wir nehmen ihn mit der Brust sehr stark mit. Und dann der schwache linke Fuß, der ist gar nicht mal so verkehrt. Oblak kann es auch nicht mehr verhindern. Und wir bringen Real Madrid in der 89. Minute in Führung. Und das sollte auch der Siegtreffer sein, denn jetzt ist auch die Nachspielzeit in dieser Partie vorbei. Also ich glaube, jetzt hat Carlo Ancelotti gar keine andere Wahl mehr, als uns wieder in die Startelf zu lassen. Ich denke, er hat uns hier heute wirklich nur geschont, damit wir gegen Juve genau mit solchen Toren wieder der überragende Mann sein können. So einen Start in die Folge nehme ich natürlich gerne mit, aber ganz, ganz wichtig ist, dass es so jetzt weitergeht. Die nächsten 3 Spiele sind super entscheidend, weil 2 davon sind das Champions League Halbfinale gegen Juve. Und bevor wir da gleich reingehen, da haben wir vielleicht nochmal einen kleinen Trumpf in der Hand. Meiste Spiele ohne Gegentor, auch gegen seinen Ex-Verein Thibaut Courtois bleibt, kann die Null halten. Und wir wollen jetzt eben vor diesem wichtigen Spiel gegen Juve uns nochmal ein paar Upgrades gönnen. Das ist dieser kleine Trumpf, den ich jetzt hier mir nochmal gönnen werde. Denn der Champions League Sieg, der wäre so unfassbar wichtig und dafür müssen wir natürlich weiterkommen. 8 Punkte haben wir zur Verfügung. Ist natürlich mittlerweile auch schwer zu sagen, für was man das am besten ausgeben sollte. Aber ich finde dann doch, dass wir einfach nochmal in unseren Abschluss weiter investieren werden und mal gucken, was wir da so haben. Kopfballpräzision hätten wir hier, wir hätten Elfmeter und dann Elfmeter und Freistoßpräzision. Können wir uns das alles leisten? Das hier sind 3, das hier sind 5 und das hier, nee, das können wir uns nicht leisten. Ja, das ist schwierig, also Kopfballpräzision könnte man auf jeden Fall mitnehmen. Ich hatte auch hier über Weitschüsse nachgedacht, da kriegst du auch noch Elfmeter dazu, kostet aber auch 2. Das ist schon teuer und Elfmeter ist mir jetzt nicht so wichtig.
Also ich glaube, ich würde hier auf jeden Fall die Kopfballpräzision mitnehmen. Und dann nehmen wir aber die hier unten mit, weil die ist günstiger, weil da brauchst du nur zwei, kostet jeweils eins. Hier brauchst du drei, kostet jeweils eins. Also nehmen wir das schon mal mit. Dann passen, hatte ich auch überlegt, aber das alles ist hier Flanken, das ist nicht so wichtig. Übersicht brauchen wir jetzt nicht auch so dringend. Hier wären nochmal kurze Pässe, aber da müssten wir viel ausgeben. Dribbling, haben wir hier noch Stellungsspiel, ist jetzt nicht so mega wichtig. Hier hätten wir nochmal Dribbling dann. Das wäre natürlich stark, aber ich glaube, das können wir uns auch nicht mehr leisten. Defensive, ja, ist jetzt glaube ich nicht so das Ding, wo wir wirklich was investieren müssen als Offensivmann. Und dann hatte ich noch an den Körper gedacht, aber auch da Aggressivität, keine Ahnung, was Aggressivität bringt. Vielleicht Sprungkraft und Aggressivität, aber ist auch schon sehr teuer. Und hier hätten wir Stärke und Aggressivität. Und das finde ich wiederum interessant, weil Stärke ist natürlich schon eine Sache, die nice ist. Damit haben wir noch 4 Punkte übrig. Haben wir noch irgendwas beim Schießen, was wir da machen können? 11 Meter, aber 11 Meter ist mir wirklich nicht wichtig. Wir könnten noch in die Volleys hier reingehen. 5 Sterne schwacher Fuß will ich nicht haben, finde ich einfach ein bisschen zu unrealistisch. Welcher Spieler hat schon 5 Sterne Weak Foot außer Ousmane Dembélé? Deshalb Tempo sind wir eh durch. Ich habe echt das Gefühl, am Ende sind wahrscheinlich Schussstats diejenigen, die uns am meisten bringen. Deshalb gehen wir hier in die Elfmeter und hier in die Volleys, hätte ich jetzt gesagt. Ah ne, Volleys kostet... Ne, können wir uns leisten, können wir uns leisten, alles gut. Passt, ja, so machen wir es. Volleys, Elfmeter... Kriegen wir noch ein Gesamtrating oben rauf. Wie sieht das aus? Ja, bekommen wir jetzt eine 88. Passwert ist immer noch bodenlos. Aber sorry, bis auf Flanken haben wir das meiste dort auch schon geskillt. Also ja, das ist auf jeden Fall in Ordnung. Und Schussstat mit 95. Absolut brutal. Physis 83. Ich bin ready. Ich bin ready für die Champions League gegen Juve. Parallel Barca, Arsenal. Wie geil wäre das? Real Barca im Finale. Dafür müssen wir gewinnen. Und Barca gegen Arsenal. Also wenn ich mal ein Spiel in dieser Spielerkarriere so richtig performen darf, dann gerne heute im Rückspiel und dann im Finale. Jude Bellingham, ehemalig Real Madrid, hat den umgekehrten Zidane-Weg gemacht, wenn ich mich nicht irre. Ne? Zidane war ja erst bei Juve, dann bei Real. Und Zidane ist ja auch das große Vorbild von Jude Bellingham und er macht es eben andersherum. Und wir gehen jetzt rein, Allianz Stadium. Hauptsache, wir gewinnen heute. Isak vorne bei denen im Sturm. Federico Chiesa, der hier gleich mal den Ball verliert. Und Arnau Martinez. Und da sind wir ein erstes Mal. Boah, Arnau Martinez, ganz, ganz stark. Oh, dann sind wir minimal im Abseits. Oh, ist das bitter. Ist das bitter. Naja. Ja, es ist wahrscheinlich richtig. Also ich war jetzt hier kurz davor, Protest zu schreien, denn das ist ja fast nur der Arm gewesen, aber es war auch so ein bisschen Brust und mit der Brust dürftest du ja auch ein Tor erzielen. Deshalb richtige Entscheidung. Vertrautes Gesicht haben wir angesprochen und ich hoffe, dass er heute nicht zum Bruch wird. Und für mich ist klar, ich werde heute definitiv auch defensiv versuchen mitzuarbeiten. Es ist wirklich so ein unfassbar wichtiges Spiel, weil... Ja, es entscheidet heute hier schon sehr, sehr viel über die komplette Saison. Denn in Spanien, da haben wir absolut enttäuscht. Aber ihr kennt ja diese Königlichen. Gute Chance hier für uns mit der Direktabnahme. Dann vom Torhüter, ich glaube, es ist immer noch Chesney, aber noch übers Tor gelenkt. Ah, da traue ich mich ein bisschen viel. Ne, Kun Castells ist es. Foto gibt ihn uns hier, aber gegen zwei... Dann sehr, sehr schwierig, sich durchzusetzen. Ecke mal für die alte Dame. Die haben natürlich auch den einen oder anderen guten Kopfballspieler. Machen es jetzt hier erst einmal kurz und versuchen es dann herauszuspielen. Das ist der Abschluss. Ich weiß gar nicht, ist es Alaba? Sieht ein bisschen so aus. Wäre dann der nächste Eckspieler. Aber ich bin mir gerade echt nicht sicher. So, erste gelbe Karte. Was? Das ist lächerlich. Das ist lächerlich. Das ist komplett lächerlich. Oh ja, okay. Okay. Also, ja. Also, ich freue mich, weil das unsere Chancen erhöht. Aber ist das rot? Okay. Also, wenn ich es mir so angucke, ist es auf jeden Fall rot. Ja, es ist schon von komplett hinten, ne? Ohne Chance auf den Ball. Ja. Völlig übermotiviert Jude Bellingham gegen sein Ex-Team. Kennt man so nicht aus der Realität.
Zygankov wird jetzt ja, reinkommen. Isak ist rausgegangen. Mal gucken. Also Juve versucht jetzt hier erstmal weiter zu verteidigen. Und da ist es passiert. Da ist es passiert. Vasco Feliciano 1-0. Das hat nicht lange gedauert. Nach der roten Karte gegen Juve können wir uns hier, ja, ein bisschen im Rücken der Abwehr davon stehlen und dann einen gezielten Schuss ins obere Eck. Vielleicht haben die paar Attribute ja tatsächlich was gebracht. So ein wichtiges Tor. Die erste Geschichte in diesem Champions League Halbfinale wird geschrieben von Real Madrid. Oh ja, den kriegt Xavi Simons noch gespielt. Den kriegt er noch gespielt. Kun Castells kriegt den noch pariert. Wahnsinnstat von Belgier. Da ist plötzlich ein Riesenraum aufgegangen. Xavi hat ihn dann gut gespielt. Ja, und wir, ich finde den Abschluss auch nicht schlecht gesetzt, aber das war halt wirklich auch ganz, ganz stark von Kun Castells, der jetzt hier wieder gefordert ist. Also wir versuchen auf jeden Fall, den Belgier gut zu beschäftigen und einmal konnten wir ihn ja auch schon überwinden. Nächste Gelegenheit, nein, die muss auf Xavi spielen. Ah, den hätte er mal auf Xavi lieber spielen müssen. Dieser Sies ist übrigens hier mit der Nummer 2, den ich fälschlicherweise kurz mal als Alaba vermutet hatte. Ja, wenn er den auf Xavi spielt, dann kann der uns halt wieder in die Tiefe schicken. Das wäre deutlich besser gewesen. So, letzten Sekunden hier in Durchgang 1. Die laufen und dann war's das. Das erste Viertel im Halbfinale, es ist gespielt. Die erste Hälfte im Hinspiel ist gespielt. Wir führen dank unserem Treffers mit 1-0. Und nicht zu vergessen, wir sind auch in Überzahl und Jude Bellingham wird ja auch fürs Rückspiel gesperrt sein. Also das ist schon eine erste Halbzeit, die sehr nach unserem Geschmack verlief. Oh, nächste Chance, den bringen wir rüber. Wieso gibt er uns den denn nochmal zurück? Da kann er doch einfach selbst auf den Abschluss gehen. Boah, Fehler jetzt hinten. Also wir dürfen Juve nicht einladen, hier in die Partie zurückzufinden. Das wäre auch mental gesehen alles andere als gut. Vlahovic jetzt aber im 16er. Thibaut Courtois, zum Glück. Oh ja, den holen wir uns noch. Mal gucken, ob wir jetzt hier auch am Innenverteidiger vorbeikommen. Ja, da ist die Lücke nicht aufgegangen, aber behaupten immerhin den Ball. Nächster Anlauf über links und jetzt einfach mal der Versuch. Aber kommen damit nicht allzu weit. Zweiter Versuch, immerhin Ecke. Aber ich glaube, es ist genau das Richtige, dass wir weiter versuchen, hier auch uns die Abschlüsse mutig zu nehmen. Fonton geht jetzt raus, Vinicius Junior kommt in die Partie. Ecke nicht ungefährlich, aber am Ende kommt keiner ran. Nächste Chance zum Kontern, wir auf Xavi Simons. Boah, das ist gut gemacht, das ist sehr gut gemacht, das ist super gemacht. Vinicius! 2-0 ist das toll gespielt. Natürlich kriegen wir den Raum, weil Juve ein Tor will. Aber nein, jetzt ist es das zweite für Real. Oh, das war super gespielt. Da macht die Spielerkarriere ja richtig Spaß. Ey, sogar geil. Das habe ich nicht selbst gedrückt, aber Vasco täuscht so kurz einen Schuss an. Das sieht man. Sehr, sehr cool. Und Vinicius hat leichtes Spiel. 20 Minuten vor dem Ende. 2-0 Real Madrid. Wir sind an beiden Toren direkt beteiligt. Aber ganz ehrlich, wir könnten auch von mir aus heute das schlechteste Spiel unserer Karriere machen, solange unser Team hier heute irgendwie gewinnt. Boah, und jetzt werden wir auch noch eingeladen. Jetzt werden wir hier auch noch eingeladen. Kriegen den wieder rüber, Vinicius. Da habe ich dann irgendwie mich nicht getraut, selbst abzuschließen. Camavinga, kriegen wir das jetzt hier noch gelöst? Vinicius noch einmal. Immer noch Vinny. Nee, na doch. Vinny hat den noch. Gar kein Problem. Valverde würde ihn gerne auch ablegen. Jetzt scheint er weg zu sein. Ah Mann, da hätte ich wahrscheinlich einfach schießen müssen. Aber warte mal. Den kann sich Ceballos doch nehmen. Ja, stark. Und jetzt versuche ich selbst den Heber zu spielen. Klappt nicht, aber Juve ist jetzt wirklich nicht mehr ansatzweise stabil. Nächste Chance, Xavi Simons, scheitert an Castells. Ja, das ist nochmal gut gespielt. Da kriegt Gatti, linker Innenverteidiger, glaube ich, bei ihm im System. Ein bisschen viel Platz. Ist das nochmal die Chance für einen Abschluss? Nee, weil wir auch gut verteidigen als Team. Und so laufen jetzt die letzten Minuten. Valverde, spiel doch diesen Ball, ey. Die stehen so schlecht da hinten. Riesenräume und trotzdem kein Abseits.
Anna Martinez macht es nochmal gut. Und Javi Simmons versucht die Ecke rauszuholen. Castells, überragend eigentlich heute und hier Penter. So, vielleicht die letzte Aktion, noch einmal Ecke für Real Madrid. Und die wird sogar nochmal gefährlich. Aber dann ist Kun Castells da. Und das sollte es gewesen sein vom Hinspiel hier aus Turin. Wobei, das gibt noch einen, das gibt noch einen, das gibt noch einen! 3-0 Real Madrid. Ihr könnt die Tickets für das Finale schon buchen. Ist das schön. Ist das schön. Kun Castells guckt dumm aus der Wäsche. Sie wollten das Spiel nochmal schnell machen. Sie hätten auch einfach das Spiel jetzt hier beenden können, aber nein. Real Madrid wollte dieses dritte Tor. Wir wollten dieses dritte Tor. Wir kriegen dieses dritte Tor. Und das Finale. Ja, da bin ich jetzt so abgehoben, ist nur noch Formsache. Schluss aus vorbei. Ein Riesenstein fällt mir hier vom Herzen, denn wie gesagt, das ist ein Riesenschritt. Wir stehen mit 1,99 Beinen schon im Finale. Das müssen wir jetzt einfach nur in einer Woche zu Hause im Estadio Santiago Bernabeu finalisieren. Überragende Partie auch von uns. 2 Tore, 1 Vorlage. Richtig gut gefightet. Jetzt geht's kurz in die Liga. Da ist ja sowieso alles mehr oder weniger klar. Barca wird Meister werden. Wir hoffentlich Vizemeister und deshalb voller Fokus auf die Champions League. Der 15. aus Osasuna ist zu Gast bei uns im Estadio Santiago Bernabeu. Aber ganz klar, alle wissen es. Hier heute ist scheißegal. Was heute passiert, ist wirklich am Ende völlig egal. Wichtig ist, was in 3 Tagen passiert. Dennoch, einen Sieg zu Hause nehmen wir natürlich zum Warmmachen sehr gerne mit. Denke mal, das wird so eine Partie sein, wo ich ja zumindest mal versuche, nur eine Halbzeit zu spielen. Mal gucken, ob es das tatsächliche Ergebnis dann zulässt. Wäre auch schön, wenn wir mal aus so einer Partie gegen eine kleine Mannschaft dann rausgehen, ohne völlig im Loch zu sein. Das ist eine Erfahrung, die ich eigentlich nicht kenne aus dieser Karriere. Aber mal gucken. Gut gemacht und die Chance für uns, hier gleich unsere Mannschaft in Führung zu bringen. Das war kein Abseits. Oh, und dann fast ein Eigentor. Hier ist die Gelegenheit, viel Platz. Javi Simmons schießt da mal selbst. Nee, traut er sich nicht. Dann halt klein, klein. Und Fede Valverde ist es, der als Kapitän Real Madrid auch in dieser Partie in Führung schießt. 11. Minute, Vasco Feliciano mit der Vorlage. Guter Start, so stellen wir uns das vor. Schön auf engen Raum, können wir mittlerweile auch. Und ja, läuft. Oh, wieder gut gespielt, Xavi Simmons. 2-0, wieder die Kombination. Ja, Vasco Feliciano und Valverde. Und diesmal Xavi Simmons, derjenige, der den Abschluss nimmt und auch trifft. 2-0. Wunderbar. Boah, jetzt haben wir auch mal hier Osasuna mit einer guten Offensivszene. Anschließende Ecke nehmen wir jetzt hier noch mit. Gut 30 Minuten sind gespielt. Ja, aber wir machen das gut als Team. Wieder super. Ah, ich dachte, der ist für uns egal. Ja, den wollte ich eigentlich selbst nehmen. Aber Xavi Simmons, der Topscorer ja bei uns im Team, macht lieber hier den Doppelpark. Ist okay. Somit haben wir eine Vorlage und 2 Tore eingeleitet, jeweils den vorletzten Pass gespielt, aber ja, ist natürlich auch so gut gemacht, aber den hätte ich schon gerne genommen, sage ich, wie es ist. Flanke ist nochmal stark, wieder Thibaut Courtois. Ja, starke Halbzeit unserer Mannschaft, wir persönlich haben das auch gut gemacht und können jetzt zufrieden und wohlverdient uns zur Pause beim Stand von 3-0, ohne ein einziges Mal als Stürmer selbst geschossen zu haben, beziehungsweise aufs Tor geschossen zu haben, uns auswechseln lassen. Am Ende macht Osasuna noch ein Tor, aber es bleibt beim Sieg für Real Madrid und damit Rückspiel, Juventus Turin, Champions League Finaltickets endgültig buchen ist angesagt. Und es könnte tatsächlich der Traum vom El Clasico Finale wahr werden, denn Barcelona konnte das Hinspiel 3-1 gegen Arsenal gewinnen. Mal gucken, wie es im Rückspiel für ja, unseren Erzrivalen laufen wird. Natürlich wäre das die Krönung, ja, ein Champions League Finale gegen Barca zu gewinnen. Ja, also, lasst uns hier heute unsere Aufgaben erfüllen und dann wird Barca das schon machen. Und wir sind ja wirklich sehr gut davor, so gut davor, dass Romelu Lukaku heute mal neben uns im Sturm spielt. Zum Saisonstart hat das ja noch häufiger der Fall gewesen.
Irgendwann dann aber eigentlich gar nicht mehr. Ja, und Juve, die sind heute vollzählig hier erstmal und wollen das natürlich auch bleiben. Und wie ihr seht, haben die sich eine Menge vorgenommen. Aber Thibaut Courtois ist schon nach nicht einmal 3 Minuten hellwach und hält hier diese erste Riesenchance für die alte Dame. Also ich hoffe, das war die einzige. Und auch der erste Abschluss unsererseits und auch auf der Seite, ja, der Gäste. Natürlich ein guter Torhüter am Start mit Koen Casteels. Also das belgische Duell geht in Runde 2. Ja, machen wir stark gegen Tapsoba. Und das ist die Chance für Xavi Simmons. In der Liga gerade noch so treffsicher gewesen. Und hier lässt er die Riesenchance einfach so liegen. Xavi, Riesenball, Lukaku! Und jetzt ist es amtlich. Also, wenn das hier noch gedreht wird, dann lösche ich meinen YouTube-Kanal. Sage ich, wie es ist. Romelu Lukaku macht es und Xavi Simmons, er ist, ja, da können wir so viele tolle Tore machen, wie wir wollen. Xavi Simmons ist der beste Spieler in diesem Team. Der ist so krass und Lukaku zeigt, dass er es auch im hohen Alter noch kann. Gegen Landsmann und Nationalmannschaftsteamkollegen oder ehemaligen Teamkollegen Castells. Vielleicht gibt es hier ja noch mehr. Denn natürlich, Juve versucht jetzt hier noch höher zu stehen, irgendwie nochmal in die Partie zu kommen. Aber ganz ehrlich, ich glaube, der Zug ist abgefahren. Oh, die rutscht aber nochmal durch die Hereingabe, aber unsere Verteidiger sind da. Vasco Feliciano. Wie sein Vorbild. Wie Krisch. Was ein Mordshammer-Abschluss. Unglaubliches Tor. Wahnsinn. Absoluter Wahnsinn. Eine Rudelbildung jetzt hier noch vor der Pause. Wird gleich eine Freistoßposition geben. Nach dem Hammer da gerade könnten wir ja nochmal so einen raushauen. Gelbe Karte, ich glaube, es ist ein Franzose, ne? Ja. Ach, ich will ihn gar nicht erst aussprechen. Kriegen wir den Freistoß? Ja, den kriegen wir. Mal gucken. Also, wir haben ja schon ein Traumtor. Jetzt noch eins hinterher und der Abend ist sowas von perfekt. Probieren wir es doch einfach. Mauer hat was dagegen. Schade. Hätte gut aussehen können, aber wie gesagt, ein Traumtor haben wir ja heute auch schon gemacht. Anschließende Ecke. Brandreit 3 zu 0. Wahnsinn. Juventus Turin wird im Champions League Halbfinale mal so richtig abgeschossen von Real Madrid. Der Innenverteidiger, der auch wirklich, ja, jetzt hier in den letzten Spielen über sich hinausgewachsen ist. Ganz, ganz stark eingelaufen. Super, das ist super, wie er da einläuft, zum Kopfball kommt. Ja, Castells hat sowieso einen gebrauchten Tag. Und ja, 3 zu 0. Sehr, sehr geil. Ja, können uns zur Pause auswechseln lassen. Machen wir natürlich nicht, aber ich denke, früher oder später werden wir hier runtergehen. Einfach auch, um das Verletzungsrisiko zu minimieren. Wie bitter wäre das denn sonst bitte? Also das fühlt sich hier gerade wirklich an wie Real Madrid. Die Partie ist komplett ausgeglichen. Die Partie ist völlig ausgeglichen, aber wir führen 3-0, weil wir Real Madrid sind, weil wir hier die Chance haben, ins Champions League Finale einzuziehen. Und ihr kennt auch die Statistik, Real Madrid hat nie ein Champions League Finale verloren. Und das wird garantiert auch nicht gegen Barca oder Arsenal passieren. Boah, stark gemacht jetzt von Juve, aber Vlahovic fehlt auch völlig das Selbstvertrauen. Oh, Arnau Martinez. Ey, wieso spielen die denn heute? Also, ich finde es toll, dass sie heute so super spielen. Aber was habt ihr denn den Rest der Saison gemacht, Jungs? Oh, und das könnte jetzt hier sogar noch eins werden. Xavi, was hat Xavi vor? Was ist jetzt der geniale Trick? Ja, war wohl so gewollt. Jetzt kriegen sie hier noch ihren Ehrentreffer. Da waren wir dann ein bisschen zu zaghaft allesamt, aber es wird nichts mehr daran ändern. Es wird nichts am Endresultat ändern, auch wenn Vlahovic das hier gut macht. Nochmal Vlahovic, Loftzek. Aber Jungs, jetzt nochmal wach sein jetzt hier. Ich will nicht, dass das hier im Rückspiel nochmal eng wird. Im Gesamtergebnis wird es sowieso nicht eng. Das ist gar nicht mehr drin, aber wir wollen auch das Rückspiel hier am besten deutlich gewinnen.
Aber ist nochmal die Chance, den legen wir gut auf. Und jetzt ist es dann auch wieder der alte Abstand. Und das war die letzte Aktion von uns. Xavi Simmons trifft auch nochmal. Und ja, wir holen auch noch einen Assist. Champions League Finale kann kommen. So viel sage ich nur. Lassen uns dann unter tosendem Applaus auswechseln. Vinny kommt rein. Ja, ein geisteskrankes Tor. Eines unserer schönsten. Und ja, jetzt ist noch ein Spiel. Ein Spiel vom großen Ziel entfernt. Es gibt noch eins. Der eingewechselte Vinny. Noch ein fünftes. Ey, Jungs. Macht ruhig. Die müssen doch nach Hause fliegen heute. Das ist ja der Wahnsinn. Der Schlusspfiff ertönt und alle wissen es. Der 16. Henkelpott. Er ist so gut wie schon in Madrid. Denn eins ist klar, Real Madrid verliert keine Champions League Finalspiele. Und das wird sich auch für uns in dieser Karriere, da klopfe ich auch dreimal auf Holz, nicht verändern. Jetzt ist nur die Frage, El Clasico oder gegen die Gunners? Wie gesagt, 3-1 im Hinspiel hat Barca gewonnen. Es sieht gut aus und wir haben einfach 5-1 Juve weggemacht. Und die Runden davor war ja echt knapp. Ne? Real Sociedad war richtiges Geschwitze und Leverkusen gerade mal ein 2-1. Also ja, das ist schon jetzt beeindruckend gewesen, diese Partie. Und hier dann nochmal die Vorschau. Martin Ødegaard oder doch Pedri? Wer von beiden, welche Mannschaft kann sich durchsetzen und dann gegen uns im Finale spielen? So, und das gucken wir jetzt natürlich direkt nach. Ist es Barca oder dann doch Arsenal? Ich wünsche mir wirklich Barca und es wird das El Clasico. 3. Juni 2028. Markiert ihn euch rot im Kalender, denn da wird es geschehen. Barcelona und Real Madrid kämpfen in einem Champions League Finale um den Henkelpott. Die Katalanen haben das Rückspiel im Camp Nou zwar 1-2 verloren, aber der 3-1 Auswärtssieg aus dem Spiel in London reichte am Ende dann noch im Gesamtergebnis, um sie eben ins Finale gegen uns zu bringen. Und ich sag mal so, nach Halbfinalansicht hier sind wir der leichte Favorit. Ja, wir wissen auch, wie es in der Ligatabelle aussieht. Da kann Barca nämlich am nächsten Spieltag Meister werden, sollten wir verlieren. Und ebenso wissen wir auch, wie die direkten Duelle waren. Und die waren ausgeglichen, muss man sagen. Wir haben ja gewonnen in der Rückrunde mit 1-0. Hinspiel wiederum hatten wir aber 2-4 verloren. Also es ist super offen. Und an dieser Stelle werde ich diese Folge dann auch beenden. Wir haben dann folgenden Plan. Nächste Folge in 3 oder 4 Tagen haben wir die Liga zu beenden. Real Betis, Valencia, Barcelona, also Espanyol und Athletic Bilbao. Das wird jetzt nicht so mega spannend, ich weiß, aber das gehört auch auf jeden Fall dazu. Und dann werden wir eine separate Folge haben für ja, dieses großartige Spiel. Ey, besser geht es nicht. Das habe ich mir gewünscht, dieses Spiel im Finale. Ja, und es wird kommen. Es wird einfach kommen. Das ist sehr cool. Und wir werden dabei sein. Und wenn du das auch nicht verpassen willst, Abo dalassen, denn ich habe mal nachgeguckt, 50% haben diesen Kanal nicht abonniert, die Videos gucken. Das können wir doch gerne mal ein bisschen runtersenken, diesen Wert, und ein paar mehr Abonnenten noch dazu bekommen. Abo also dalassen, um dann, ja, in so ungefähr einer Woche, es könnte auch genau in einer Woche sein tatsächlich, das große Finale gegen Barcelona nicht zu verpassen. Ich bin da jetzt schon ultra gehypt drauf. Wir haben noch eine Zwischenfolge, wo wir die La Liga beenden wollen. Da haben wir noch 4 Spiele, könnten in der Theorie noch Meister werden, aber wirklich eigentlich nur in der Theorie, denn Barca wird das machen. Aber wir werden ihn dafür in der Champions League die Suppe in Sachen Triple so richtig vermiesen. Ich weiß gar nicht, wo sind die im spanischen Pokal? Sind die da im Finale am Start? Das wurde schon gespielt. Okay, gut. Nee, da waren sie nicht. Also Triple wäre eh nicht drin gewesen. Glocke aktivieren, dann kriegt ihr auch eine Benachrichtigung, wenn das Video kommt. Und die anderen Projekte lohnen sich ja auch. Morgen geht's weiter mit Liverpool in 2 Tagen HSV-Karriere. Oder Sprint to Glory? Ich komme da immer durcheinander. Es könnte auch eine Sprint to Glory kommen in 2 Tagen, also 2 oder 3 Tagen kommt dann HSV und ja, dann auch wieder Spielerkarriere natürlich. Also Abo lohnt sich, Kanal gerne noch weiterempfehlen, Daumen da lassen für diese ultra geile Folge. Dann sehen wir uns morgen wieder beim LFC. Bis dann, macht es gut und ciao.